Television Zwickau. Deine Region im Comedia Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Tag des Wassers in der Grimmitschauer Kläranlage. Kompaktschule begeistert im Puppentheater und Rollis ziehen ins Finale der deutschen Meisterschaft ein. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Ausgabe von Tag aktuell. Schön, dass Sie dabei sind. 115 Millionen Euro. So hoch belief sich die Schadenssumme nach der verheerenden Juniflut 2013 im Landkreis. Die Stadt Grimmitschau war am stärksten betroffen. Hier betrugen die Schäden rund 18 Millionen Euro. 760 Wohngebäude wurden von der Pleiße geflutet und über 100 Wohnungen dabei völlig zerstört. Industrieanlagen waren ebenfalls betroffen. In der zentralen Kläranlage stand die Maschinentechnik fast komplett unter Wasser und Teile der Elektrik wurden zerstört. 9 Monate später ist davon kaum noch etwas zu sehen. Nur die Hochwassermarken erinnern daran, mit welchen gravierenden Problemen die Wasserwerke Zwickau seinerzeit zu kämpfen hatten. Quasi über Nacht stand hier alles voll Schlamm und Wasser und war also nicht mehr zu gebrauchen. Und wir haben sehr viel Mühe investieren müssen und auch wirklich viel Geld. Wir haben ungefähr 360.000 Euro nur für diese Anlage und für das Kanalnetz, das Vorgelagerte in Grimmitschau, aufbringen müssen. Und das ist ungefähr ein Fünftel der Gesamtschadenssumme, was wir in unserem kompletten Entsorgungsgebiet haben. Ganze 2,5 Monate dauerte es, bis die Anlage wieder vollständig funktionierte. Das genaue Ausmaß der Schäden stand am Samstag noch einmal beim Internationalen Tag des Wassers im Mittelpunkt. Das haben wir zum Anlass genommen, um mal zu zeigen, wie es hier aussah während des Hochwassers, was alles wieder in Ordnung gebracht worden ist, mit wie viel Einsatz und Engagement hier gearbeitet worden ist. Für die Grimmitschauer das mal erlebbar zu machen, aber auch den Mitarbeitern, die hier ganz viel Arbeit geleistet haben, ja, eine kleine Anerkennung zukommen zu lassen. Und deswegen sind wir dieses Jahr hier. 6 Stunden lang waren die Türen in der Leipziger Straße 198a geöffnet. Entsprechend groß war das Interesse der Bevölkerung. Bereits kurz nach 10 Uhr begannen die ersten Führungen durch die Kläranlage, angefangen vom Einlauf des häuslichen und gewerblichen Abwassers bis hin zum sauberen Wasser, welches zurück in die Pleiße fließt. Die zentrale Kläranlage in Grimmitschau ist eine unserer großen Anlagen. Also sie hat schon hier für diese Region Grimmitschau eine herausragende Bedeutung. Und natürlich ist sie in unserem System eine wichtige Anlage neben Werdau und natürlich auch unserer besonders großen in Zwickau. Circa 28.000 Anwohner sind an die zentrale Abwasserentsorgung angeschlossen. Rund 100 Interessenten nutzten den Tag der offenen Tür, um sich darüber zu informieren, wie genau ihre Hinterlassenschaften eigentlich geklärt werden. Besichtigen konnte man unter anderem das Rechenhaus, wo der Müll gesammelt und in Containern gelagert wird, und die Vorklärbecken. Eine automatisch anlaufende Räumbrücke schiebt den anfallenden Schwimmschlamm in die am Einlauf liegende Rinne, womit wir wieder beim Motto des diesjährigen Wassertages sind. Die Kläranlage hier benötigt sehr viel Energie, um die Reinigungsprozesse, die erforderlich sind, nach den EU-Richtlinien und den Wassergesetzen aus Sachsen und Deutschland umzusetzen. Und wie gesagt, es wird ja auch wieder Energie erzeugt durch die Schlammprodukte, die hier entstehen. Die werden also auf den Kläranlagen Werdau und Zwickau dann auch wieder zur Energie, ich sag mal, verwendet. Und ich denke, das Motto passt dann ganz gut hier auf diese Kläranlage. Die es schon seit 1987 gibt. Zu DDR-Zeiten wurde zunächst eine mechanische Kläranlage errichtet. Und dann lief die Anlage gut 10 Jahre so als mechanische Kläranlage. Und erst danach kam dann die Reinigungsstufe der Biologie. Also wir haben in der Zeit bis 2002 dann die ganzen Anlagenteile für die biologische Reinigung erstellt und insgesamt ungefähr 5 Millionen Euro investiert. Investitionen, die sich gelohnt haben und die sich sehen lassen können. Das Pumpenhaus, in dem das Wasser im letzten Jahr fast bis zur Decke stand, verfügt über moderne Schlammpumpen mit einem Leistungsvermögen von bis zu 1200 Kubikmetern pro Stunde.
Die Abwasserreinigung kann mittlerweile auch in einem hauseigenen Labor überwacht werden. Wie hoch der Sauerstoffanteil ist, bekamen die Besucher in der Schaltwarte, dem Herz der Anlage, unter dem Mikroskop zu sehen. Darüber hinaus gab es Technikvorführungen und diverse Mitmachaktionen. Die Folgen des verheerenden Hochwassers konnte man sich zum Abschluss noch einmal in einer Fotoausstellung in Erinnerung rufen. Die Wasserwerke Zwickau haben ihre Konsequenzen aus der Katastrophe gezogen und entsprechende Vorkehrungen getroffen. Ob damit Bilder wie die vom Juni 2013 endgültig der Vergangenheit angehören, wird die Zukunft zeigen. Neue Wege gehen, das haben die Schüler der Kompaktschule Zwickau für sich erkannt. In einem gemeinsamen Comenius-Projekt mit Schülern der Futurum-Schule aus Prag ist ein Theaterstück entstanden, welches in der vergangenen Woche im Zwickauer Puppentheater zur Aufführung kam. Ausverkauft war die Vorstellung am Freitag und gespannt waren die Kindergarten- und Hortkinder aus der Region, was sie mit der Aufführung des Puppenspiels Die Drachen wohl erwarten würde. Vorab verriet uns Projektleiter Michael Herrich, wie dieses internationale Projekt entstanden ist. Die Erzieherfachschule der Kompakt in Zwickau arbeitet jetzt seit 4 Jahren mit einer Partnerschule für die Erzieherausbildung in Prag zusammen. Das ist die Erzieherfachschule Futurum in Prag. Wir haben zunächst einmal ein Bilderbuch gestaltet von 2010 bis 2012. Das lautete So lebt Susanne in Zwickau und Pavel in Prag. Und daran anschließend haben wir dieses Puppenspielprojekt von 2012, das jetzt quasi heute ihren Abschluss hier in Zwickau findet. Dieses Projekt ist, so wie es jetzt hier abläuft, möglich, weil die EU mit einem Projekt, nämlich dem Comenius-Projekt, dieses Vorhaben gefördert hat. Wir bedanken uns auch bei dem Puppentheater in Zwickau, das uns solche gute Möglichkeiten geschaffen hat. Die Idee unserer Projekte war eigentlich immer so, dass wir etwas für den Bereich der Kindergartenkinder, der Hortkinder leisten wollten, was, ich sag mal, verbindend ist. Nicht? Deswegen geht es auch in diesem Stück Die Drachen um einen eitlen Drachen und einen bescheidenen Drachen, die dann aber zueinander hinterher finden. Es hat also einen pädagogischen Hintergrund, es soll Wissen vermittelt werden. Ja, also es soll auf, ich sag mal, spielerische Weise Wissen vermittelt werden, dass man auch zu jemandem, der zunächst ganz anders ist, Freundschaft eben schließen kann. Und neben dem Theaterstück, das sind Stabpuppen, Vorbild sind javanesische Stabpuppen. Das heißt, die Drachen werden an großen, langen Stäben geführt. Ist es denn so, dass also auf dieser Basis, dass es stattfindet, treten auch Menschen mit auf? Es ist also eine Kombination aus Menschen und Puppen. Das Stück hat also eine Dauer von einer halben Stunde und wir hatten letztes Jahr quasi die Aufführung in Prag im Herbst. Hier jetzt der Abschluss dieses Gesamtprojektes und als Zugabe quasi wird, wenn die Grundschüler der Fachschule Kompakt eben dann hier noch einen Drachenrap aufführen. Das haben wir uns hier quasi als kleines Extra für die Veranstaltung heute in Zwickau einfallen lassen. Der Text und die Musik ist von den Schülern gestaltet. Das heißt, dieses ganze Programm ist mit Musik umrahmt, wobei die Texte und die Melodien von den Schülern natürlich mit Unterstützung der Lehrkräfte erarbeitet worden ist. Gebannt verfolgten die Kinder im Publikum die Handlung des Stückes. Dabei bezogen die Moderatoren die Jüngsten geschickt in die Handlung ein und trotz der beiden Sprachen, in denen die Akteure agierten, gab es keine Probleme, der Handlung zu folgen. Haha! Er hat den Auftrag gehabt! Jetzt sieht es schön, wie wenigstens mal von oben und erkennt endlich, wie winzig du bist. Das ist auf Stich Nummer 6, angefangen! Die Kinder fieberten richtig mit und waren überglücklich, dass das Stück ein gutes Ende nahm. Der arrogante Drachen hatte am Ende seine Lektion gelernt und es entstand eine wunderbare Freundschaft zwischen ihm und dem freundlichen Drachen.
Hochachtung an die Schüler und Schülerinnen der beiden Bildungseinrichtungen, die mit viel Kreativität und Engagement ein solches Projekt auf die Beine gestellt haben. Mehr Informationen zur Kompaktschule finden Sie auch unter www.kompakt-zwickau.de. Werbung. Kommen Sie mit auf eine Reise ins Zeitsprungland. Erleben Sie spannende Geschichten aus der Vergangenheit und in der Gegenwart unserer Region. Der Countdown läuft. Nur noch 5 Tage bis zum Start. Mehr Informationen finden Sie unter www.zeitsprungland.de. Für den Moment des Tages. Day Spa in Balance, Ayurveda, Massagen und alles, was Geist und Körper gut tut. Für den Moment des Tages. Day Spa Zwickau. Kosmetik, Styling und alles, was Sie schön und strahlend macht. Für den Autsch. Moment des Tages. Day Spa in Balance. Waxing und Permanent Make-up für ein schönes Körpergefühl. Day Spa Zwickau. Für die schönsten Momente des Tages. Zum Relaxen, Entspannen und Schönfühlen. Nähe Schwanenteich im Penthouse der Commerzbank. Zufahrt über Lothar-Streitstraße. Nutzen Sie auch unsere Gutschein-Hotline und unseren Gutschein-Express. Erinnern Sie sich noch an Süßes aus Ihrer Kinderzeit? Jetzt ist er wieder da. Fiba, der Nougat- und Marzipanhersteller aus Thüringen. In einer noch nie dagewesenen Vielfalt und altbewährter Qualität. Eine Riesenauswahl finden Sie direkt im Herzen von Zwickau, in der inneren Plauenschen Straße 7. Jetzt zur Frühlingszeit halten wir für Sie ein reichhaltiges Angebot an Osterpräsenten bereit. Wenn Sie möchten, verpacken wir die Geschenke ganz nach Ihren Wünschen. Probieren Sie auch unsere individuell gestalteten Pralinen und Edelschokoladen sowie verschiedene Liköre. Extravagant für ultra günstig. So viel Ausstattung für so wenig Geld. Das gibt's nur bei den Citroën Selection Modellen. Sichern Sie sich jetzt den einmaligen Preisvorteil bei Ihrem Lieblingsmodell und dazu für viele Modelle eine extra günstige Finanzierung. Privatkundenangebote der Citroën Bank. Gültig bis 31. März. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. Und Schwedler, Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Wissen Sie, was erfolgreiche Menschen von anderen unterscheidet? Sie nutzen die Chancen. Nutzen Sie Ihre Chancen bei Hofmann Personal. Wir bieten Arbeitsplätze in der Region. Bewerben Sie sich jetzt bei Hofmann Personal. Lutherstraße 18 in Zwickau. Hofmann Personal. Ich mag meinen Job.
Für die Europa- und Kommunalwahl am 25. Mai sucht die Stadt Zwickau noch dringend Wahlhelfer. Insgesamt werden für die 63 Wahllokale noch 280 Frauen und Männer benötigt. Interessenten wenden sich an das Bürgeramt Sachgebiet Statistik und Wahlen. Im Internet ist unter www.zwickau.de/wahlen der Vordruck für die Bereitschaftserklärung zu finden. Eine komplette Gartenlaube haben Unbekannte letzte Nacht an der Maxhütte in Marienthal fachmännisch demontiert. Der Besitzer hatte den Holzbungalow am Sonntagabend noch verschlossen. Am nächsten Morgen war von dem 5x4 Meter großen Holzhaus nur noch die Bodenplatte vorhanden. Das Inventar stand im Freien. Die Täter müssen die Einzelteile nach dem Auseinandernehmen mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Der Schaden beläuft sich auf über 1.000 Euro und das Revier Zwickau bittet um Zeugenhinweise. Am Mittwoch laden das Heinrich-Braun-Klinikum und der Landesverband Sachsen der Deutschen Multiplen Sklerose-Gesellschaft zu einer gemeinsamen Informationsveranstaltung für Betroffene ins HBK am Standort Zwickau ein. Von 16 bis 18 Uhr geht es unter anderem um aktuelle Therapiemöglichkeiten, Aufklärung über den neuesten Stand der Forschung und Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen. Darüber hinaus stehen Experten für persönliche Fragen zur Verfügung. Anmeldungen sind im Sekretariat der Klinik für Neurologie möglich. Werbung. Besuchen Sie uns. FIBA, der Spezialist in Sachen süße Verführung in Zwickau, Innere Plaunsche Straße 7. Auch für den schönsten Tag in Ihrem Leben haben wir tolle Ideen. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Zu Hause ist ja das, wo die Leute leben, die man gerne hat. Alt und jung zusammenleben. Wo auch immer Leben in der Bude ist. Es hält ein bisschen jung. Ja, es hält uns jung, stimmt. Wo man eine Rückzugsmöglichkeit hat. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Das gehört für uns eigentlich zur hohen Qualität, dass die Menschen miteinander auch umgehen können. Idylle, also sprich auch grün in der Gegend. Da, wo ich spielen kann. Entspannen kann. Genügend Platz hat, wo auch mal jemand übernachten kann. Bei jungen Leuten vor allen Dingen kommt mal schnell jemand vorbei. Ich fühle mich hier zu Hause. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Liebe Schwestern und Brüder im Geiste Christi, meine sehr verehrten Damen und Herren in nah und fern. Die Stadt Zwickau lädt Sie ganz herzlich ein, mit uns zu feiern, im Jahr 2014 vom 16. bis zum 18. Mai das Festival der Reformation. An diesen drei Tagen können Sie ein mittelalterliches Markttreiben, Führungen, Vorträge erleben, nahe am Schloss Osterstein, an der Katharinenkirche und im Muldeparadies. Ein besonderer Höhepunkt wird der Festgottesdienst am Sonntagvormittag mit Margot Käßmann sein. Bitte kommen Sie zu uns nach Zwickau und erleben Sie mit uns drei spannende, erlebnisreiche Tage vom 16. bis zum 18. Mai 2014. Schwimmen, saunieren, entspannen und wohlfühlen. Das alles können Sie im öffentlichen Spa- und Wellnessbereich vom Hotel Pension Flexig in Hartmannsdorf bei Kirchberg erleben. Täglich ab 8 Uhr lädt das Schwimmbad mit Sauna sowie Massagebereich zum Entspannen ein. Zudem bietet die gepflegte Einrichtung mit speziell ausgebildeten Schwimmlehrern und Physiotherapeuten Massagen, Baby- und Kinderschwimmen, medizinische Wassergymnastik und Aquajogging an. Informieren Sie sich auch unter www.schwimmhalle-flexig.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. In einer niveauarmen Regionalliga-Partie haben sich der ZFC Meuselwitz und der FSV Zwickau am Sonntagnachmittag torlos unentschieden voneinander getrennt. Die beste Chance zur Gästeführung hatte nach 36 Minuten Davy Frick, doch sein Schuss aus 16 Metern wurde abgeblockt. Auch nach dem Seitenwechsel fehlte es auf beiden Seiten an Ideen, Torraumszenen blieben Mangelware.
Für die RSC Rollis Zwickau geht die Saison ihrem Höhepunkt entgegen. Die Schwächephase zur Saisonmitte ist vergessen. Die Teilnahme am Finale des Champions Cup in Madrid ist gesichert. Und auch das Hinspiel im Playoff-Halbfinale wurde souverän gemeistert. Jetzt noch ein Heimsieg gegen den Oettinger RSB und alles ist in Ordnung. Aber Pustekuchen, es sollte noch einmal richtig spannend werden. Gesichter der RSC-Rollis am Samstag und am Sonntag. Es ist eines der Mysterien der Ballsportarten, wie sich ein Team von einem auf den anderen Tag so ändern kann. Die Voraussetzungen für das Rückspiel im Playoff-Halbfinale waren eigentlich super. Mit 80-66 hatten die RSC-Rollis in Exleben gesiegt, eigentlich eine klare Ansage. Doch der Modus Best of Three gab den Thüringen auch die Chance, die Tür zum Finale offen zu halten. Einfach eben mit einem Sieg in Zwickau. Samstag 19.30 Uhr, Hochball. Den konnten die Thüringer für sich entscheiden und sofort waren sie unter dem Zwickauer Korb. Das Capasso, Pass auf Raimunds Beginskis und der erzielt den ersten Treffer. Das Spiel entwickelte sich zunächst recht offen. Beide Seiten treffsicher und ohne Hektik. Merzili für die RSC-Rollis. Wieder Capasso im Aufbau. Auf Alex Haluski, Treffer für Exleben. Im Gegenzug verwirft hier Merzili eigentlich nichts Schlimmes zu diesem Moment, denn beide Seiten hatten eine gute Defense. Hier die Zwickauer bei der Abwehrarbeit und die Thüringer kommen nicht ran. Doch auch Abdi Jammer verwirft hier und Trainer Sinclair Thomas wurde recht unzufrieden. Kein Wunder bei diesem Spielstand, denn im Rollstuhlbasketball ist es noch wichtiger als in anderen Sportarten, dass der Kopf frei ist. Doch der immer besseren Defense der Thüringer hatte das Zwickauer Team kaum noch etwas entgegenzusetzen. Zwar konnte der Rückstand etwas aufgeholt werden, doch spätestens nach diesem vergeigten Dreier von Abdi Jammer lagen die Nerven bei den Zwickauern blank. Die Männer von Josef Jaglowski dagegen begannen zu zaubern. Joachim Linden hier am Ball und ein traumhafter Korbleger von Jens Eike Albrecht. In der Defense sah es oft so aus, als spielten sie einfach mit einem Mann mehr auf dem Feld als die Zwickauer. Hier ist alles dicht. Und so kämpft sich Merzili allein unter den Korb. Dort der Korbleger misslingt. Schauen Sie jetzt auf Alex Haluski. Ein Blick übers Spielfeld und über den Rücken. Auf Teemu Partanen mit dem Fastbreak und der macht den Punkt für Elksleben. Und an diesem Spielverlauf änderte sich bis zum Schluss nichts mehr. Ein ernüchterndes Resultat für Zwickau. Und so hieß es am Sonntag, antreten zum Entscheidungsspiel. Josef Jaglowski hatte sogar den Glücksbringer des Teams mitgebracht. Doch nicht nur das. Auch eine große Menge Motivation, neben der erstmaligen Pokalteilnahme auch den ersten Einzug in das Finale der Deutschen Meisterschaft zu schaffen. Die Zwickauer Spieler wirkten äußerlich gelassen. Hoffentlich hatten sie schnell den berühmten Haken an die Niederlage gemacht. Vielen Fans war die Lust wahrscheinlich schon vergangen. Noch eine Viertelstunde vor Spielbeginn gab es lange leere Zuschauerbänke. Doch von Beginn an zeigte sich eine ganz andere Zwickauer Mannschaft. Fast schon aggressive Defense-Maßnahmen von Beginn an. Die Thüringer hatten wesentlich mehr Mühe, zum Korb zu kommen. Im Gegenzug Treffer durch Adam Erben. Wieder entwickelte sich ein Spielbeginn auf Augenhöhe. Beide Teams mit guter Defense und recht schnellen Angriffen. Bei diesem Fehlwurf von Adam Erben stockte vielen der Atem. Ging das etwa wieder so los? Doch die RSC-Rollis blieben vorn. Kai Möller mit seiner sprichwörtlichen norddeutschen Ruhe. Jedenfalls äußerlich. Auch der Trainer wesentlich entspannter und man redet wieder richtig miteinander. Das wirkte sich auch auf dem Spielfeld aus. Die Defense stand konsequent, diesmal hatten die Thüringer Mühe, einen geordneten Angriff aufzubauen. Und auch im Angriff wurde die Maßgabe des Trainers, keine Alleingänge, keine Experimente, umgesetzt. Und wenn dann mal ein Wurf daneben ging, dann war eben einer da, wie hier Abdi Jammer, der vorher bereits einen Dreier verwandelt hatte. Bilder ohne Worte. Bis zur Halbzeit blieb das Spiel offen, aber mit Zwickauer Führung. Und wenn Guest Chaudhry nicht angegriffen wird, dann stehen eben wieder zwei Punkte mehr für Zwickau zu Buche. Zwar gaben sich die Mannen von Josef Jaglowski nicht auf, doch er musste mit ansehen, wie bei seinen Gegnern regelrechte Zitterbälle letztendlich doch im Korb landeten.
Und wo war plötzlich seine Verteidigung? Abdi Jama fast wie im Training. Volle Begeisterung in der ganzen Halle, aber auch auf dem Spielfeld, wo kaum noch ein Angriff der Thüringer richtig lief. Dank Adam Erben kein Offense-Rebound gelang und die Zwickauer sich im Gegenzug immer wieder durchkämpften. Sie wussten, dass sie dieses Spiel gewinnen würden. Guest Chaudhry auf Adam Erben. Standing Ovations in den letzten beiden Spielminuten. Und wenn man in der letzten Minute 10 Punkte vorn liegt, lacht man auch über ein Missgeschick wie hier, als die Defense der Elkslebener Mannschaft regelrecht ausmanövriert wird. Und was macht Adam dann? Trifft den Außenring. Aber was soll's. 70-62 gewinnen die RSC-Rollis das Entscheidungsspiel. Sie haben Nerven bewiesen und sich den Finaleinzug mit riesigem Kampfgeist erarbeitet. Da braucht sich keiner der Freudentränen zu schämen. Der Vizemeistertitel ist schon mal sicher. Und am 6. April kommt es zur Neuauflage des Klassikers RSC-Rollis Zwickau gegen den RSV Landil. Am 12. April heißt es wieder Showdown in der August-Bebel-Halle Wetzlar. Nun, dort gab es schon schmerzliche Niederlagen. Aber in der Höhle des Löwen haben die Rollis auch schon den Meistertitel geholt. Möglich ist alles. In einer hart umkämpften Partie hat der BSV Sachsen gegen den aktuellen Tabellenführer der zweiten Handball-Bundesliga einen Punkt erkämpft. Vor 820 Zuschauern in der Sporthalle Neuplanitz erspielte sich die Mannschaft von Norman Rentsch am Samstagabend ein 25-25 gegen die HSG Bad Wildungen-Vipers. Damit bleiben die Zwickauerinnen auch im 10. Heimspiel der Saison ungeschlagen. Durch den zweiten Sieg in Folge haben sich die Eispiraten Krimmitschau zurück in die Play-Down-Serie gekämpft. Nach dem 4:2 Auswärtserfolg vom Freitag gewannen die Westsachsen gestern ihr Heimspiel gegen die Roten Teufel aus Bad Nauheim mit 5:2 und gleichzeitig das insgesamt 6. Duell beider Teams. In Hessen kommt es morgen Abend zum alles entscheidenden Endspiel um den Sieg der Play-Downs und damit den vorzeitigen Klassenerhalt. Der Dienstag wird wechselhaft mit freundlichen Abschnitten, aber auch gelegentlichen Schauern. Bei einem schwachen West- bis Nordwind erreicht das Thermometer Werte zwischen 1 und 7 Grad. Hier sind die Wetteraussichten bis Freitag. Ab Mittwoch werden die Wolken deutlich weniger und die Sonne setzt sich immer mehr durch. Dadurch erwärmt sich die Luft wieder bis auf 13 Grad. Der Freitag wird eher grau und regnerisch mit Höchsttemperaturen bis 8 Grad. Tja, meine Damen und Herren, das war sie, unsere heutige Montagsausgabe von Tag aktuell. Schön, dass Sie wieder dabei gewesen sind. Morgen um 19 Uhr, da gibt es eine neue Runde. Und bis dahin sage ich ciao und tschüss. Werbung. Thank you.
Television Zwickau.